Ja. In Ghost Girl geht es um Dating. Offensichtlich schreibt jemand jemanden nicht zurück. Uns wurde immer zurückgeschrieben. Wir sollten unbedingt den Herrn Wiese danken, weil der Herr Wiese ist verantwortlich für die geile... für das Sample. Für das Sample. Was mir in der Nummer ganz gut gefällt, ist, dass es irgendwie so eine sich entwickelnde Soundlandschaft ist. Es geht so sehr sphärenartig ineinander über und ist aber trotzdem immer in so einer normalen Songstruktur. Und dann haben wir zum ersten Mal mit dem Label alle unsere möglichen Albumnummern angehört und es hat einen ersten, weiß nicht, eine erste Demo gegeben von der und da wollte ich es nicht mehr vorspielen. Ja, ja. Und ein paar, glaube ich, und der Conny haben mir gesagt, ah, spiel's vor. Ja. Und im Label hat es so taugt, dass es jetzt auf dem Album gelandet ist. Ja, und dann auch die Single geworden ist, die jetzt eigentlich am besten funktioniert hat. Ja.